Und auch hier ist es wie verhext. Auch hier dürfen wir eigentlich mit Hund nicht. In diesem Video erkundschaften wir Bangkok mit Mowgli, schauen uns die ersten Tempel an, fahren zum allerersten Mal Tuk-Tuk und erleben einen richtigen Kulturschock. Thailand ist ja bekannt für günstige Hotels in einer wunderschönen Lage. Doch leider ist dies mit Hund überhaupt nicht der Fall, denn die meisten Hotels wollen einfach keine Hunde haben. Dementsprechend hat man schon von vornherein eine geringere Auswahl auf den diversen Buchungsplattformen. Deswegen zeigen wir euch auf unserer kompletten Reise, für wie viel Geld man welche Unterkunft in welcher Lage bekommt, die hundefreundlich sind. Unser Ziel war es dabei, dass wir ungefähr 30 Euro pro Nacht ausgeben. Dieses Hotelzimmer war völlig in Ordnung, bis auf den viel zu kurzen Duschschlauch und die Kakerlaken, die man hier immer wieder antraf. Am nächsten Morgen ging es mit dem hoteleigenen Tuk-Tuk ein paar Straßen weiter zum Frühstücken. Zumindest war das der Plan. Vor Ort bekamen wir dann von mehreren Restaurants die Absage, da Hunde im Innenbereich nicht erlaubt waren und draußen war es mittlerweile schon viel zu heiß. Aufgrund der hohen Temperaturen kam Mowgli dann recht schnell in seinen Hunderucksack rein und wir liefen in Richtung Lumpini Park. Hier erwartete uns dann unser allererstes asiatisches Essen. So, heute ist unser allererster Tag in Bangkok und wir hatten einiges geplant. Wir wollten in den Lumpini Park, dieser hier. Wir wollten auf den Golden Mount und durch Chinatown laufen. Allerdings ist es mit Hund leider nicht ganz so einfach. Ob es an dieser Stadt oder an diesem Land liegt, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber es ist sehr eingeschränkt mit Hund hier zu reisen. Uns stört es nicht, aber wir wollen euch natürlich ein authentisches Feedback geben. Und bisher war es so, wir wollten in zwei Restaurants oder haben wir versucht zu frühstücken und konnten leider nicht rein mit Hund. Genauso war es bei Grab. Grab ist so etwas wie Uber. Und auch hier waren sie vom Hund nicht so ganz begeistert. Eine Dame wollte auch, dass wir den Hund in den Kofferraum reintun, was für uns natürlich überhaupt nicht in Frage kam. Jetzt sind wir am besagten Lumpini Park und auch hier dürfen wir mit Hund leider nicht rein. Somit heißt es für uns weiter zum nächsten Zielort und wir versuchen einfach dort unser Glück. Sollte es dort nicht funktionieren, dann schaut halt immer einer von uns rein und der andere bleibt draußen mit Hund. Danach ging es weiter und wir suchten händeringend ein Restaurant, wo wir mit Mowgli reinkamen, sodass er sich mal abkühlen konnte. So, wir sind jetzt aktuell im Starbucks und machen ein kleines Päuschen und auch hier ist es wie verhext. Auch hier dürfen wir eigentlich mit Hund nicht. Doch die Bedienung war so freundlich und hat alle Augen zugedrückt und hat eine große Ausnahme gemacht, dass sie mit Hund rein dürfen, mit der Voraussetzung, dass Mowgli in seinem Rucksack bleibt. Das haben wir jetzt gemacht. Und er hat es auch bitter nötig, denn er sollte dringend schlafen und mal zur Ruhe kommen. Und so sieht das Ganze aus. Das schläft. Kinder, wir trinken so einen Kaffee, dann kann ich Mowgli in Ruhe ausruhen und dann geht es weiter. Wir leben mit Mowgli seit knapp 2 Jahren in Paraguay und Mowgli ist eine große Hitze gewöhnt. Wir wissen also ganz genau, wie viel können wir ihm zumuten, wann braucht er seine Ruhephasen, wann braucht er dringend eine Klimaanlage und wann benutzen wir am besten den Hunderucksack. Wir sind jetzt am Golden Mount und bevor es für uns reingeht, kommt Mowgli in seinen Hunderucksack, denn wir befürchten, Hunde sind dort wie gefühlt überall in ganz Bangkok nicht erlaubt. Und es ist wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn wir euch erzählen, dass auch hier keine Hunde erlaubt waren. So liefen wir mit Mowgli erstmal um die ganze Tempelanlage rum, bis wir beschlossen, mit dem Tuk-Tuk zurück zur Unterkunft zu fahren, dort Mowgli abzuladen und noch einmal zurückzufahren. Mowgli hat Gott sei Dank kein großes Problem, mal alleine zu sein. So konnte er sich in Ruhe ausruhen und ausschlafen. Eintritt haben wir hier ungefähr 2,85 Euro pro Person bezahlt und es ging unendlich viele Stufen nach oben. Wenn man die 318 Stufen dann tatsächlich geschafft hat, kommt man in einen kleinen Raum, wovon noch ein paar Stufen ganz nach oben gehen.
Hier kann man dann die 79 Meter hohe Spitze des buddhistischen Tempels sehen. Am nächsten Tag fuhren wir mit Mowgli noch einmal zurück zum Airport, um etliches abzuklären. Wie ihr gestern sehen konntet, waren wir ja auf dem Flughafen in Bangkok, um herauszufinden, welche Fluggesellschaft Hunde im Inland mitnehmen. Dort haben wir uns bei mehreren Fluggesellschaften erkundigt, insgesamt waren das 10, und davon waren genau 4 Stück, die Hunde mitnehmen, aber nur im Frachtraum. Und davon war es gerade eine, das war die Vietnam Airline. Die Vietnam Airline, genau. Diese nimmt Hunde in der Kabine mit, aber nur von dem Direktflug Bangkok nach Vietnam. Das ist ein Flug, der natürlich super ist, aber erst später, denn wir wollen ja erstmal komplett Thailand machen, denn dafür haben wir das Gesundheitszeugnis für Mowgli. Deswegen haben wir uns anschließend noch bei den Autovermietungen erkundschaftet, wie dann so die Preise sind, denn eine andere Idee wäre gewesen, ein Auto zu mieten, komplett Thailand runterzufahren, Phuket, Koh Samui und dann eben wieder hoch nach Bangkok und von dort aus dann den besagten Flug zu nehmen nach Vietnam. Heute Morgen sind wir vom Hotel zum Flughafen geflogen, um dort auf die Quarantänestation zu gehen. Nee, wir sind nicht geflogen, wir sind gefahren. Heute Morgen sind wir vom Hotel zur Quarantänestation am Flughafen gefahren. Dort sind wir hingegangen, um herauszufinden, was die nötigen Dokumente für die Weiterreise mit Mowgli in ein anderes Land sind. Als wir dort angekommen sind, war die Hölle los. Wir haben ca. 2 Stunden gewartet, bis wir Informationen erhalten haben. Uns ging es im Endeffekt um Folgendes. Wir wollten fragen, ob das die einzigste Quarantänestation im Land ist, von dessen Flughafen man weiterreisen kann, oder ob es eben in Phuket oder Koh Samui auch Quarantänestationen gibt, von der man dann in ein anderes Land reisen kann. Da es aber so ist, dass unser nächstes geplantes Ziel wahrscheinlich Vietnam ist und von Phuket und Koh Samui Vietnam nicht angeflogen wird, ist für uns die beste Möglichkeit, tatsächlich über Bangkok zu fliegen und dort auf das Quarantäneamt zu gehen, wenngleich es auch in Phuket ein Quarantäneamt gibt. Dies kommt aber nur in Frage, wenn man von Phuket aus direkt einen Direktflug in ein anderes Land hat. Sollte man über Bangkok fliegen, also einen Gabelflug haben, dann funktioniert es schon wieder nicht mehr, weil dann muss man auf das Quarantäneamt in Bangkok. Also ganz schön komplex das Ganze. Auf jeden Fall haben wir auch nochmal herausgefunden, dass das, was wir schon im Internet erfahren haben, sich tatsächlich bestätigt hat. Denn Malaysia, Singapur sowie Indonesien muss der Hund für eine längere Zeit in Quarantäne, wobei wir das eben nicht gut finden und deswegen sind diese Länder für uns auf jeden Fall raus. Absolut. Deshalb werden wir jetzt aller Voraussicht nach ein Mietauto nehmen und quasi Thailand komplett erkundschaften und dann wieder zurück nach Bangkok gehen und von dort aus weiterfliegen. Welchen Ort wir als nächstes ansteuern, das steht allerdings noch in den Sternen. Dazu müssen wir zwei uns noch etwas abstimmen. Neuer Tag, neues Glück. An diesem Tag versuchten wir, mit Hund ins Einkaufszentrum zu kommen. Und trotz Hundeverbot sind wir mit Mowgli im Hunderucksack reingegangen und Gott sei Dank hat ihn kein Wachmann entdeckt. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja okay, wenn er im Hunderucksack ist, dann wird es wohl erlaubt sein. Nein, ist es tatsächlich nicht. Wenn Hunde erlaubt sind im Hunderucksack oder in einem sogenannten Hundebuggy, dann gibt es dafür extra Zeichen. Bangkok ist super streng mit Hunden und fast nirgends sind diese erlaubt. Für uns war dieses Einkaufszentrum erstmal zweitrangig. Wir wollten einfach nur irgendwo mit Mowgli reinkommen, wo es kühler war, wie draußen. Dass wir in diesem Land bzw. in dieser Stadt auf solche Probleme mit Hund stoßen werden, war uns überhaupt nicht bewusst. Und nein, dazu findet man auch keinerlei Informationen vorab im Internet. Und wir haben wirklich verdammt lange vor unserer Reise recherchiert. Wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp in einem Café. Schauen wir, wie schön das ist. Direkt vor dem Einkaufszentrum. Das Schöne ist, es ist auch mal im Schatten. Mowgli darf auch dabei sein. Mowgli! Hallo! Ja, du. Und es gibt lecker Kaffee.
Da die Außentemperatur immer wieder extrem heiß war, haben wir immer wieder mit der Handfläche den Boden berührt und haben den Test gemacht, ob es nicht zu heiß für Mowgli ist. Eine Regel besagt, hältst du es länger mit deiner Handfläche als 7 Sekunden aus, ist es auch für den Hund aushaltbar. Und dann haben wir noch für einen weiteren Kaufhaus einen riesen Brunnen entdeckt und Mowgli hatte so einen Spaß dabei. Leider war das die absolute Ausnahme, denn meistens lief es eher so ab. Ja? Los? Hotel Area. Mowgli fand das natürlich ziemlich blöd, wie ihr hören könnt, denn noch nicht mal das durfte er in dieser Stadt. Auch hier wurden wir leider wieder vertrieben. Keine Hunde erlaubt, keine Hunde in Restaurants, keine Hunde in Einkaufszentren, keine Hunde in Brunnen, nichts. Nirgends waren Hunde erlaubt. Und ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle zu euch. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, ob ganz Thailand so hundeunfreundlich ist oder eben nur Bangkok. Wir dachten, boah, also wenn das in ganz Thailand so ist, dann können wir wieder gleich unsere Sachen packen und zurückfliegen. Für uns war das an dieser Stelle ein absoluter Kulturschock und wir wussten nicht, wie die weitere Reise verlaufen sollte. Wir hofften einfach, dass an unserem nächsten Zielort es besser werden würde. Doch es kam noch ein ganz anderes Problem auf uns zu. Wir haben für 8 Tage jetzt unser Auto gebucht, um nach Chiang Mai zu fahren. Allerdings wurde nichts daraus, denn wir haben erfahren, dass aktuell dort Brandrodung ist. Dort tun die Bauern ihre Bananenplantagen und Reisfelder abbrennen und das ist jedes Jahr so, nur dieses Jahr ist es wohl besonders schlimm. Es gibt also eine riesen Luftverschmutzung und es macht überhaupt keinen Sinn, da hinzufahren, weil die Sicht extrem schlecht ist und weil es sogar gesundheitsgefährdend ist. Ja. Es wird wieder empfohlen, Masken zu tragen, weil es sich sonst wirklich auf die Lungen legt. Und da haben wir gesagt, nö, da sind wir raus. Ja, vor allem, weil komplett Chiang Mai in einem dichten Nebel ist und man so eigentlich überhaupt nichts von der Stadt hat. Ja, und so haben wir entschieden, umzuplanen, umzuorganisieren und zu überlegen, wie nutzen wir die Zeit dann. Genau, und da wir das Auto ja schon 8 Tage gebucht hatten, haben wir gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, mit dem Auto komplett Thailand in den Süden runterzufahren, sondern wir schauen uns eine andere Richtung an. Und so fahren wir jetzt nach Pattaya, was so von Bangkok aus im Südosten in etwa liegt und eigentlich eine Touristenhochburg ist. Also eigentlich ein Platz, wo wir jetzt nicht unbedingt hingefahren werden, aber einfach weil die Möglichkeit sich durch Chiang Mai jetzt eröffnet hat. Haben wir gesagt, wir schauen uns das mal an. Genau, somit fahren wir ab Sonntag nach Pattaya. Bleiben dort ungefähr 8 Tage, also ein bisschen Pattaya ringsherum. Wir werden gucken, was man sich da anschauen kann. Dann geht es zurück nach Bangkok, schauen uns dort 1-2 Tempel an, die wir jetzt eben nicht mehr schaffen bis Sonntag. Und dann geht es in den Süden runter. Im nächsten Video fahren wir mit dem Mietauto von Bangkok bis nach Pattaya, schauen uns dort die Hundefreundlichkeit an, klären das Thema Hundefutter auf Reisen und Straßenhunde und Mowgli geht zum allerersten Mal in seinem Leben ins Meer, was in einer absoluten Katastrophe endet.